Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald. Die Arbeiterstadt gehört zum Einzugsgebiet Berlins und das Stadtbild ist um die Jahrhundertwende geprägt von der Forstwirtschaft. Zwei Drittel der Einwohner arbeitet im örtlichen Sägewerk. Hier wird Wilhelm Dick am 28. Februar 1895 geboren. In der beschaulichen Stadt in der Nähe Berlins führt der junge Wilhelm ein größtenteils sorgenfreies Leben. Seine Mutter Gerlinde kümmert sich liebevoll um ihren kleinen Willi und seine neuen Geschwister. Sein Vater Friedrich Dick, der ortsansässige Tiergynäkologe, prägt die jungen Jahre Wilhelms mit preußischer Strenge. Er ist erzkonservativ, Mitglied im Kirchengemeinderat und züchtigt seinen Sohn täglich. Einen Großteil seiner Kindheit verbringt Wilhelm daher in den umliegenden Wäldern, um seinem Vater aus dem Weg zu gehen. Trotz des schwierigen Verhältnisses sollte es ausgerechnet der alte Friedrich sein, der seinen Sohn mit der Kunst in Berührung bringt. Wilhelm Dicks erste Begegnung mit der Kunst war bereits 1904. Das war im zarten Alter von 9 Jahren. Sein Vater nahm ihn mit zu einer Ausstellung in einem Museum, in das Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin, heute das Bode-Museum. Und ja, da stand er nun zwischen diesen ganzen Bildern und sah das erste Mal Kunst. Beim Flanieren durch die prachtvollen Gänge des neuen Museumsbaus ist der junge Knabe zunehmend entzückt von der Vielfalt der Werke, die sich ihm bieten. Es sind Künstler wie David Tenier, der Jüngere, und Peter Paul Rubens, die zu jener Zeit dort ausgestellt sind. Das Werk Kirmes im Wirtshaus zum Halbmond tut es ihm besonders an. Dick wird später zu diesem Tag schreiben: An jenem Tag manifestierte sich eine Vision, die ich malen wollte. Doch vermag ich sie nicht in Worte zu fassen. Sie ist in meinem Kopfe. Doch scheint sich meiner Vorstellung zu entziehen. Jedoch werde ich nicht aufhören, bis ich sie gefunden habe. Gegen den Willen seines Vaters, der für Wilhelm eine Laufbahn als Hofgynäkologe vorgesehen hatte, schreibt er sich im Sommer 1912 an der Königlichen Akademie der Künste in Berlin ein. Hier offenbart sich Dick eine ihm unbekannte Welt. Hunderte ihm gleichgesinnter junger Menschen im ewigen Diskurs über die edlen Künste. Schnell erkennen die Professoren Wilhelms außerordentliche Begabung. Unter der Führung mehrerer Mentoren, welche Dicks enormes Talent fördern, entsteht sein erstes bekanntes Werk: Der Berg des Scheiterns. Der Berg des Scheiterns gilt als Dicks Sprungbrett in die Kunstwelt. Es war ein Werk, das er damals, als 1912 die Titanic abgesunken ist, eben diesem Ereignis widmete. Das Schiff im Eismeer mit dem Eisberg, außenrum schwingend fast erfrorene Menschen. Kritiker und Publikum standen fassungslos vor diesem Bild. Sie waren begeistert, sie fühlten den Wahn des Bildes einfach auf sie zukommen, die Kälte. Es fröstelte die Menschen, wenn sie diese Bilder sahen. Diese Gefühle, die da aufkamen, kannte man so gar nicht. Viele dieser Kritiker haben auch die Komposition des Werkes sehr geschätzt, aber es ist weniger die Komposition als die Koalition der Komposition und der Exazerbation, der Eskalation, die dieses Bild so einzigartig machen. Das Werk über den Untergang der Titanic schlägt Wellen bis nach Amerika. Auch der in New York tätige Fotograf und Kunstliebhaber Alfred Stieglitz wird auf Dick aufmerksam. Er widmet ihm sogar einen Artikel in seiner Zeitschrift Camera Work. Angetan von der Arbeit des jungen Deutschen lädt Stieglitz Wilhelm 1914 zu sich nach New York ein. Das Treffen sollte jedoch nicht stattfinden. Im Zuge der Generalmobilmachung während des Ersten Weltkrieges wird auch Wilhelm Dick eingezogen und der Telegrafentruppe des 6. Infanteriebataillons zugeteilt. In den Schützengräben der Westfront erlebt er die Schrecken des Krieges. Die Situation verschlechtert sich zunehmend, als der Pazifist Dick 1917 schließlich auch noch gegen seinen Willen zum Leutnant befördert wird. Jedoch trifft er in den Fuchslöchern der Front auch auf die Künstler Otto Dix und Otto Nagel. Mit beiden
sollte ihn eine jahrelange Freundschaft verbinden. Er war völlig am Boden zerstört. Also sein Glaube an das Gute im Menschen war einfach erschüttert. Im Krieg tun Menschen schreckliche Dinge und er erkannte, dass seine Freunde, seine Kameraden nur wegen der Politik von einigen großen Männern sterben mussten. Und ich glaube, also das war der Moment, wo er beschloss, selber nie politisch tätig zu sein. Nach dem Krieg ging er natürlich zurück nach Berlin und im Einfluss dieses Gefühls bannte er das auf Leinwand. Der Stamm gilt als Hauptwerk dieser Zeit für ihn und zeigt einen zerstörten Baumstumpf, den man verschiedentlich interpretieren kann. Zum einen als Zerstörung der Natur, andererseits aber auch als das, was metaphorisch in ihm selbst zerbrochen ist während des Krieges. Aber gleichzeitig symbolisiert der Stamm eben auch die kleinste Zelle, die niedrigste Einheit menschlichen Zusammenseins, nicht nur in seiner ursprünglichsten Form, sondern auch in seiner fortschrittlichsten, ausgedehntesten Form. Es ist eine Linie, die sich durchzieht von der Antike bis heute. Und gerade diesen Bruch, der doch so jung ist noch in unserer Geschichte, aber gleichzeitig doch so alt schon und sich durch alles hindurchzieht, seit Anbeginn der Zeiten, wird von Dick grandios zusammengeführt in diesem einen Gemälde und entsprechend respektive dargestellt. Der Stamm, ein wahnsinniges Gemälde. Aber er konnte es natürlich nicht verkaufen. Davon kann man nicht abbeißen. Ihm ging es wie jedem anderen auch. Er war einfach nur arm. 24. März 1919. Heute versuchte ich auf dem Kurfürstendamm in der Kälte Zeichnungen und Bilder zu verkaufen. Am späten Nachmittag hatte ich noch immer nichts verkauft. So zog ich vor Hunger eines der Gemälde vom Rahmen und aß es. Die Farbe schmeckte sehr bitter. Um zu überleben, schlägt er sich als Rikscha-Fahrer in der vom Krieg gezeichneten Hauptstadt durch. Bei dieser mühseligen Arbeit trifft er im Jahre 1923 auf die junge Rosa Eichel. Sie ist fasziniert von dem kultivierten Rikscha-Fahrer und es beginnt eine stürmische Liebesaffäre. Die Hochzeit lässt nicht lange auf sich warten. Die beiden heiraten nur 2 Monate später. Zu sagen gibt es zunächst, dass es relativ wenig Informationen über sie gibt. Wenige Briefwechsel, wenige Bilder. Aber dass Dick selbst ein Gemälde ihr gewidmet hat, das im Jahre 1927 entstanden ist und das sich mittlerweile in einer privaten Sammlung in Neu-Delhi befindet. Rosa Eichel de Putter ne William Dick di Bench Lode di Puja karde ne pata ne samajh kyun nahi aandi Bench Lode di picture khichde rehnde ne pata nahi Loda chusne ki kehna Bench interview lena aaye ne paise kyun nahi ditte ye de te Bench kanjar ne ye mufte ch interview kara rahe ho hai ji todi fuddi mare Bench. Mitte der 20er Jahre kommt es schließlich zum wirtschaftlichen Aufschwung und der Wohlstand kehrt zurück. Kunst ist wieder gefragt und Dick versucht sich in den aufkeimenden Stilrichtungen der goldenen 20er mit durchschlagendem Erfolg. In den goldenen 20er Jahren herrschte die neue Sachlichkeit vor. Eine Kunstrichtung, die sehr frei war, die sehr vital war, die aus den akademischen Zwängen vor allem ausgebrochen ist. Und die Themenfelder umfasst wie die Kluft zwischen Arm und Reich, die selbstbewusste Frau und das Leben in der Großstadt. Das war natürlich klar, nach dem Krieg mussten die Menschen sich wieder austoben. Es begann das Zeitalter der Partys, ausschweifende Partys. Nicht bloß irgendwie am Wochenende, sondern jeden Tag ging es woanders hin. Und mittendrin war Wilhelm. 1928 wird Dick von seinem langjährigen Freund Otto Dix, welcher ebenfalls in Berlin lebt, eingeladen, ihn zu einem Treffen mit weiteren Künstlern zu begleiten. Was Wilhelm nicht weiß, es handelt sich hierbei um die Ortsgruppe Berlin des Bunds revolutionärer bildender Künstler Deutschlands, einem Verbund, dessen Anhänger ausschließlich kommunistischer Gesinnung sind. Ein Umstand, der dem stets unpolitischen Dick sein ganzes Leben lang Probleme bereiten sollte. 4. Juni 1928. Die Männer dort tanzten gut Kasatschok und der Borscht schmeckte hervorragend. Sie fragten mich, ob ich auch dem marxistischen Gedanken folge. Ich antwortete, dass ich keinerlei Interesse am Kommunismus habe. Ich bin ein Künstler, kein Politiker.
Doch die goldenen 20er finden am 25. Oktober 1929 ein jähes Ende. Der schwarze Freitag wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das von Dick angehäufte Vermögen lässt ihn jedoch nahezu unberührt von den Folgen des Börsencrashs und der Weltwirtschaftskrise. Das Glück von Wilhelm Dick war natürlich, dass er während der großen Depression in etwas investiert hatte, was nicht an Wert verlor, sondern eher zugenommen hat. Und davon gab es nicht viele Dinge. Es waren einerseits Zigaretten, es war Alkohol und es war Bartwichse. Und in Letzteres hat er damals investiert. 4 Jahre später, im März 1933, findet Dick sich durch einen Zufall bei einem Kongress des Reichsverbandes Bildender Künstler Deutschlands wieder, da er sich in der Tür geirrt hatte. Seine Anwesenheit bleibt nicht unbemerkt. Ebenfalls anwesend bei der Versammlung ist Dicks alter Freund Otto Nagel. Dieser sieht in Wilhelm die perfekte politische Leitfigur für den Verband. Daher schlägt er ihn bei der gerade stattfindenden Wahl des Vorsitzenden als Kandidat vor. Zur Überraschung Dicks entsprechen die Anwesenden Nagels Vorschlag und wählen ihn zu ihrem Vorsitzenden. Doch die Freude der Mitglieder währt nicht lange. Ein hochrangiger SS-Offizier, der im benachbarten Kongressraum einer politischen Versammlung beiwohnt und für eine Zigarette den Raum verlässt, bekommt Wind von der Aktion und benachrichtigt per Telegramm das Reichspropagandaministerium. Dick ist aufgrund einer Fotografie, die ihn beim Treffen der Ortsgruppe Berlin 1928 zeigt, als Kommunist gebrandmarkt und den Nationalsozialisten daher ein Dorn im Auge. Die Entscheidung wird bereits innerhalb einer halben Stunde rückgängig gemacht. 15. März 1933. Ich erzürne mich nicht über die Rücknahme meiner Ernennung, vielmehr die Tatsache, dass der Grund derselbigen meine angebliche bolschewistische Neigung sei, lässt mir die Haare zu Berge stehen. Jetzt hatte natürlich Wilhelm Dick das Frevel, angeblich Kommunist zu sein. Aber er hatte überhaupt nichts Politisches am Hut. Aber ab dem Moment hatte er ständig unter Repressalien der Nazis zu leiden. Er wollte natürlich weiterhin seine Ausstellungen organisieren, eigenständig. Sowas wurde immer wieder per kurzfristigen Beschluss verhindert von den Nazis. Und er wurde einfach so ein bisschen rausgedrängt aus dieser künstlerischen Szene. 1936 kam er dann in Schutzhaft. Und er verschwand von der Bildfläche. Ebenfalls wichtig zu wissen ist, dass in Zusammenarbeit mit dem Propagandaministerium diverse Kunsthändler später zahlreiche Werke ins Ausland verkauft haben, dass allerdings viele auch beschlagnahmt wurden. Und man weiß, dass sich in der Privatsammlung von Goebbels als auch von Heinrich Himmler später diverse Werke von Dick wiederfanden. Himmler und Goebbels hatten Werke von Wilhelm Dick zu Hause an der Wand hängen, waren Sammler seiner Werke. Im September 1939 gelingt Dick mit Hilfe einer selbstgemalten SS-Uniform die Flucht aus der Schutzhaft. Mit der Rikscha eines Freundes setzt er sich nach Paris ab, wo er zunächst untertaucht. Innerhalb von 2 Tagen hat er Paris erreicht. Allerdings war er zu dieser Zeit total erschöpft, hat auch kurzzeitig auf der Straße gelebt. Laut seinem Tagebuch war es dann Jean Cocteau, also dieser berühmte Maler und Schriftsteller, der ihn auf der Straße aufgelesen hatte. Ja, die beiden hatten sich wohl Jahre vorher auf einer Ausstellung in Saarbrücken kennengelernt. Und Cocteaus Familie nahm Dick dann für einige Zeit in ihrem Haus auf. Davon durfte natürlich niemand was wissen. Jedoch währt die Ruhe nicht lange, denn bereits 1940 marschiert die Wehrmacht in Paris ein. Ein weiteres Mal wird Dick zur Flucht gezwungen. In einer Nacht- und Nebelaktion besticht er einen Schleuser mit selbstgemachter Bartwichse und entkommt aus der Stadt. Sein Ziel: England. In den frühen Morgenstunden des 2. April 1940 erreicht er den Hafen von Calais und versteckt sich als blinder Passagier an Bord eines Tiertransportes mit Kurs nach Dover. Durch einen Navigationsfehler des Kapitäns dauert die Fahrt jedoch 13 Tage und Dick ist gezwungen, sich ausschließlich von den Erdnüssen für die Elefanten zu ernähren. Einer der Elefanten stirbt infolgedessen an Mangelernährung.
In England angekommen, wird schnell klar, dass dieser Krieg bald ganz Europa vereinnahmen wird. Und so setzt sich Dick 1941 nach Amerika ab. In den USA lebt Dick aus Angst vor Verfolgung unter falschem Namen in New Yorks Stadtteil Little Italy. Er hatte unglaubliche Angst. Er machte sich Sorgen, dass die Nazis ihn nach wie vor verfolgen würden. Er lebte unter falschem Namen, ja, verdeckte Identität, er wechselte mehrfach am Tag seine Kleidung. Er malte im Übrigen auch kaum, weil er Angst hatte, man könnte ihn aufgrund seines außergewöhnlichen Stils entdecken. 1942 kommt es doch noch zum Treffen mit Alfred Stieglitz, das all die Jahre zuvor durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhindert war. Grundsätzlich war Alfred Stieglitz die einzige Person, die Dick in Amerika überhaupt kannte. Das vorweg. Es hat für ihn allerdings sehr, sehr lange gebraucht, in New York Stieglitz Atelier auch ausfindig zu machen, zumal er kein Wort Englisch sprach. Er harrte damals vor seinem Gebäude dann aus, wartete, bis Stieglitz dieses verließ und hielt ihm danach die Zeichnung vor, worauf dieser ihn natürlich sofort erkannte. Angesichts der Situation und seiner enormen Bewunderung bietet er ihm eine Stelle als Assistent in seinem Atelier an. Alfred bewunderte Wilhelm sehr und auch umgekehrt. Die beiden hatten eine ganz enge Freundschaft. Und es war wohl auch Alfred, der Wilhelm nach und nach dann Englisch beibrachte. Der Maler bleibt Stieglitz Assistent bis zu dessen Tod 1949. Nun ist er gezwungen, eine Stelle als Werbegrafiker in einer New Yorker Werbeagentur anzunehmen, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In derselben Agentur arbeitet auch der junge Andrew Warhol. Später bekannt als Andy Warhol, mit dem er sich schon bald anfreundet. Warhol ist es, der ihn schließlich dazu überredet, seine wahre Identität preiszugeben. Und im folgenden Jahr fasst Wilhelm den Entschluss, genau das zu tun. Nicht nur Wilhelm war Andy Warhol dankbar, dass er ihn so rausbrachte, praktisch in die Öffentlichkeit zerrte, sondern auch Andy Warhol war ihm sehr, sehr dankbar. Er hatte ja später diese Künstlerfabrik, wo verschiedene Künstler zusammenlebten, wie Joe D'Alessandro, Paul Morrissey oder Uli Lommel, und Filme, Bilder, Fotografie entwickelten. Und diese Idee, sowas zu machen, so eine Art Artfabrik, die kam von Wilhelm. Ja, das Wichtigste war, glaube ich, dass Warhol ihn endlich davon überzeugen konnte, dass er jetzt keine Angst mehr vor den Nazis zu haben brauchte. Und dass er sich jetzt wieder als der zu erkennen geben konnte, der er war, nämlich der großartige Maler Wilhelm Dick. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Dick ist in aller Munde. Zeitungsartikel erscheinen, man widmet ihm Nachrichtenbeiträge und er tritt im Fernsehen auf. Künstler wie Jackson Pollock, Mark Rothko waren Superstars. Der abstrakte Expressionismus ist total durch die Decke gegangen. Und dann war da auf einmal ein Maler, der einerseits von den Nazis geflohen ist, der versteckt eine Zeit lang in Amerika gelebt hat und der auf einmal diesen Kunststil auch adaptierte und vielleicht ein Stück weit fortführte. Und dadurch war natürlich auf einmal unglaublich interessant für das amerikanische Publikum. Die Amerikaner haben schon immer eine Vorliebe gehabt für das Große, das Weite, das Offene. Das war dieses Gefühl, das Sentiment, das den amerikanischen Rezipienten immer dazu veranlasste, naja, seine Werke auch zu schätzen zu wissen. Appreciation. Prominente und Funktionäre aus Politik und Wirtschaft werden auf den großen deutschen Maler aufmerksam. Unter ihnen auch FBI-Chef J. Edgar Hoover, mit dem Dick schon bald eine enge Freundschaft verbindet. Der Einfluss Hoovers verhilft Dick zu einem Lehrstuhl an der renommierten School of the Fine Arts in Mayanas. Einer seiner Freunde aus dieser Zeit war J. Edgar Hoover, der Chef war beim FBI. Und der hat natürlich sehr viel mit ihm zusammengearbeitet und hat ihn protegiert. Er hat es einfach genossen. Jetzt war er selber jemand, der Kunst vermittelte. Er war am Höhepunkt seiner Karriere. Gegner Hoovers sehen jedoch in dessen enger Freundschaft mit Dick schon bald einen Beweis für seine vermutete Homosexualität. Die kritischen Stimmen werden immer lauter. Und Hoover sieht sich schon bald gezwungen, sich von Dick zu distanzieren.
Er setzt ihn sogar auf seine berüchtigte Liste der Gegner der Werte Amerikas und brandmarkt ihn damit als Kommunist. 2. Februar 1950. Dieser vermaledeite Kommunismus. Er lässt mich nicht aus seinen Fängen. Nicht einmal hier bin ich vor ihm sicher. Meißelt diese Worte in Stein. Wilhelm Dick ist kein verdammter Kommunist. Der Aufschrei in der Bevölkerung ist gewaltig. Mayennes ist gespalten. Viele Bewohner der Stadt wollen dem vermeintlichen Kommunisten das Handwerk legen. Die nächsten Jahre sind geprägt von Repressalien jeglicher Art. Ausstellungen Dicks werden sabotiert oder gar verboten. Er erhält zahlreiche Drohbriefe, in denen man ihm nach dem Leben trachtet. Sein Auto wird mehrfach zugepackt. Doch seine Stelle als Professor gibt Dick deswegen nicht auf. Am 5. Juni 1953 sollte er zum letzten Mal seinen Lehrsaal betreten. Müde und erschöpft von den täglichen Anfeindungen, gibt er seinen zwei einzigen Studenten an diesem Tag die Aufgabe zu malen, wonach ihnen der Sinn steht. Un pretesto per poter intervenire, eccetera. Allora il organizzammo, facemmo. Io ho sempre avuto un senso della cartellonistica molto alto. E facemmo un manifesto che poi l'ho detti a una foto, l'ho mandata, che l'ha pubblicata in uno dei suoi libri, Cederna, uno degli ultimi. Ed è la foto di San Giorgio, la facciata in bianco e nero. Sembrava un santino da morto. Cioè tutto il foglio bianco con al centro l'immagine di San Giorgio e sotto chiesa si parla turco, perché è impensabile che un vescovo venda la chiesa che ha questo prestigio, eccetera, eccetera. È impensabile, cioè gli raccontammo tutto come quando faceva fare a Vezio o a me. Dimmi, quanti metri cubi è la piramide di Cheope? Avevano avuto da Campos di fare il piano per il centro storico. Er war weg, wie vom Erdboden verschluckt. Als die örtlichen Republikaner Dick wie jeden Sonntag terrorisieren wollen, stellen sie fest, dass das Haus unbewohnt ist und beginnen laut zu randalieren. Die Vermieterin Dix ruft aus Angst die Polizei. Erzürnt fliehen die Republikaner und toben in einem asiatischen Supermarkt, wo sie aber vom kampferfahrenen Eigentümer verprügelt werden. Die Polizei bricht die Wohnung auf. Es finden sich dort weder Anzeichen von Gewalt, noch wurde etwas entwendet. Von Wilhelm Dick fehlt jede Spur. Ja, das war ja ausgesprochen rätselhaft. Es war alles an seinem Platz. Also die Klamotten waren gestapelt, das Geschirr war gespült. Und das Einzige, was man fand, war diese Notiz auf seinem Schreibtisch. So endet sie. Meine Katharsis des Seins. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Sein letztes Lebenszeichen ist eine kryptische Notiz. Doch was mit dem begnadeten Künstler geschah, ist bis heute ein Rätsel. Durch einen Navigationsfehler des Kapitäns dauert die Fahrt jedoch 13 Tage und Dick ist gezwungen, sich ausschließlich von den Erdnüssen für die Elefanten zu ernähren. Einer der Elefanten stirbt. Wie könnt ihr sowas schreiben? Dadurch.
Da noch keine 3000 Kilo Elefanten hätten diese gefressen. Hör mal. Okay. Einer der Elefanten stirbt infolgedessen an... Das ist toll. Ihr müsst es drin lassen. Einer der Elefanten stirbt infolgedessen an Mangelernährung. Ich probier's nochmal. Einer der Elefanten stirbt infolgedessen an Mangelernährung. Oh, ich verbinde persönlich sehr viel mit Wilhelm Dick, denn Wilhelm Dick steht ganz oben auf der Liste derer, die mich sehr inspiriert haben und zu meinem Schaffen quasi schon getrieben haben. Wilhelm Dick ist ein Erbe der Kunst. Wilhelm Dick ist Kunst und Kunst ist Wilhelm Dick. Das ist auch der Grund, warum ich meine Söhne Wilhelm und Dick genannt habe. Wilhelm Senfgeist und Dick Senfgeist, denn ich möchte dieses künstlerische Erbe antreten. Genau so. Denn in jedem von uns steckt ein Dick.